16 Jahre stand sie leer. Jetzt wird sie wiederbelebt. Die ehemalige jüdische Mädchenschule in Berlin-Mitte. Die jüdische Geschichte des Viertels ist noch immer präsent. Heute beheimatet es viele Galerien von internationalem Rang. Den Anfang machten in den 90er Jahren das KW, das Institut für zeitgenössische Kunst, und Galerien wie Eigen und Art. Eigen- und Artgründer Gerd-Harry Lübke eröffnet jetzt hier neben den Hauptgalerien in Berlin und Leipzig seinen dritten Ausstellungsraum. Er zählt zu den bedeutendsten deutschen Kunsthändlern, hat unter anderem Neo Rauch entdeckt. In den neuen Räumen will er vor allem internationale Künstler präsentieren. Den Auftakt macht der Brite Ryan Mosley. Mit den neuen Räumen, mit den dritten Räumen der Galerie, ist die Möglichkeit da, Künstler, die uns allen aufgefallen sind, mir, den Kollegen, den Mitarbeitern, aber auch den Künstlern selbst, die ich vertrete, Künstler also, die über die Jahre immer wieder unsere Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, mal Platz zu geben, um was zu zeigen. Neues Leben in der ehemaligen jüdischen Mädchenschule. Im Erdgeschoss Gastronomie. Ein Restaurant mit Bar ist schon da, bald kommt noch ein koscherer Deli dazu. In den oberen Etagen Kunst. Das Gebäude beherbergt bereits drei Galerien und demnächst zieht noch ein historisches Museum ein. Ein ungewöhnlicher Mix. Ich wäre hier in das Haus nicht reingegangen, wenn es ein reines Galerienhaus gewesen wäre. Weil so eine Durchmischung, die widerspiegelt auch die Durchmischung hier in dem Gebiet wieder. Die Auguststraße ist sowas wie die Pulsschlagader eigentlich von den ganzen Sachen. Und das hier ist wie das Herz. Gegenüber von Eigen und Art Michael Fuchs. Er hat sich das Konzept für die jüdische Mädchenschule ausgedacht und zog mit seiner Galerie hierhin. Nachdem er für 4 Millionen Euro das denkmalgeschützte Gebäude wieder instand gesetzt hatte. Bestens vernetzt holte er sich erfolgreiche Gastronomen und Galeristen ins Haus. Die Idee war, dass man alles unter einem Dach hat. Sprich Galerien, Ausstellungsfläche, Restaurant. In dem Fall sind es mehrere. Da ist noch ein Deli dabei. Und dass man einfach einen Ort findet, wo man das Ganze vereint. Im Erdgeschoss The Kosher Classroom. In dem Restaurant gibt es nicht nur koschere Menüs, sondern auch koschere Kochkurse. Leon Goldsmann von der Jüdischen Gemeinde Berlin sorgt dafür, dass die strengen jüdischen Speisevorschriften eingehalten werden. Am freitäglichen Schabbat-Abendessen kann jeder nach Voranmeldung teilnehmen. Es ist natürlich offen für alle. Das Klientel, was bis jetzt hier war, war komplett durchmischt. Ja, wir hatten aus Südamerika und keine Juden, also wirklich, die einfach mal hier waren und sich in einer entspannten Atmosphäre an einem Freitag sich hinsetzen wollten und so ein Ritual mal miterleben wollen. Shalom Alechem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon. Es geht nicht nur ums Essen, sondern auch darum, ein Stück jüdische Lebensart zu zeigen. Und das mitten im hippen Berlin. Hier, wie so in der Umgangssprache, hier zockt das Leben. Ja, ja, das kann man so richtig sehen. Und ein Teil davon zu sein, ist natürlich wirklich, hätte nicht gedacht, dass sowas überhaupt machbar ist. Auch der Kosher Classroom war mal ein Klassenzimmer. In den 1930er Jahren gingen hier jüdische Mädchen zur Schule. Die wurde 1942 von den Nazis geschlossen. Die meisten Lehrer und Schüler wurden deportiert und ermordet. Eine Fotowand erinnert an sie. 2009 erhielt die jüdische Gemeinde das Gebäude zurück. Die Renovierung bewahrte es vor dem Verfall. Der Pauli-Saal in der ehemaligen Turnhalle der Schule. Speisekarte und Einrichtung sind angelehnt an das Berlin der 1920er und 30er Jahre. Die Betreiber, drei Berliner Szene-Gastronomen. Kerzenleuchter aus Murano-Glas von der venezianischen Firma Pauli inspirierten sie zum Namen des Restaurants. Gastronomien und Galerien, Geschichte und Gegenwart treffen sich auf den Fluren und in den Räumen der renovierten Schule. Was auf jeden Fall interessant ist, das ist die Geschichte des Ortes hier. Ich denke aber mehr ist das, dass so ein Ort wieder ins Leben zurückgeholt wird. Nun kommt man hier in das Gebäude rein, macht einfach die Klinke auf und geht rein. Und plötzlich merkt man, was für ein Leben hier pulsiert. Das neue Haus für Kunst und Esskultur in der ehemaligen jüdischen Mädchenschule will ein neuer Besuchermagnet für Berlin-Touristen werden.